So, machen wir noch eine Folge. Machen wir noch eine Folge Liga. Weil ich so faul war. Büroauslastung okay, Zuschauerschnitt, was willst du machen? Verbesserungsvorschlag, Trainingshalle Stufe 2. Wo ich mir am überlegen bin. Da war es doch, Trainingshalle Stufe 2, erlaubt bessere Trainings bei großer Kälte. 2,5 Mille ist die Empfehlung übrigens gewesen. Obwohl, bringt mir ja gar nichts. Und wenn das hier wirklich, übrigens hier gibt es gar keinen Weg zu der Trainingshalle. Laufen wir dann einfach so übers Gelände? Wahrscheinlich. Doch. Pech gab's auch. Wenn du das Pech nicht gesehen hast bei den Deutschlandspielen manchmal, dann weiß ich auch nicht. Ich habe schon so ein paar Situationen, wo dann einfach zum Rumdümpeln leider auch noch Pech dazu kam. Schulterluxation. Tja, hat es ja richtig gelohnt, dich bei uns hinzuholen. Ja, jetzt wo der Maximilian Ponychev höher eingestuft ist, kommt er natürlich nach vorne. Nee, ich nehme den Platzheck nach vorne. Wir können mal wechseln in der Halbzeit. Gibt es einen Maximalwert, den ich Spielern geben kann? Okay, zurzeit ist das 14.000. Ihr sollt spielen, weil ihr dafür bezahlt werdet und nicht dafür, dass ich euch eine Prämie zahle. Gute Nacht, SKRHH. Oder Skrrr. Es war richtig, ihn reinzuholen, weil er einfach den Bonus hat auf Kopfball. Das hätte ich mit dem anderen Stürmer nämlich nicht. Und wozu haben wir Standards gelernt die Woche, wenn er da so abkackt vorne? Wundervoll. Die Führung des Rot-Weiß-Essen ist bisher ein gerechtes Ergebnis. Kann ich eigentlich schon reingucken, wie stark Mannschaften in der zweiten Liga wären.
Gute Nacht, Eisfock. So, weil du gelb vorbelastet bist, gehst jetzt raus. Aber nicht, weil du schlecht gespielt hast. Du spielst wie immer Bombe. Ja, du musst langsam auch mal wieder anfangen, ein bisschen Kondition aufzubauen. Nehmt euch den Zweikämpfer an und los. Guten Morgen, Henning. Grüß dich. Habe es nach langer Zeit auch mal wieder hergeschafft. Es tut mir immer so leid, wenn Leute kommen und sagen, nach langer Zeit habe ich es wieder hergeschafft. Ich weiß, wer ihr seid, aber ich kann nicht verorten, also ich kann nicht eine Zusammenfügung in meinem Gehirn machen, wann das letzte Mal ich euch im Chat gesehen habe. Mir kommt es immer so vor, dass die Leute gar nicht so lange weg waren. Kacke, zerfetzt ja die. Ach, das war mein höchster Auswärtssieg mit 5-0. Nee, danke. Lieben Grüße 29, ein Stern. Deshalb werden 5% aller Transfersummen unter den Ausbildungsvereinen verteilt. Das macht ja irgendwie auch nur Sinn, wenn du einen 50-Millionen-Spieler verkaufst. So, ein Update bitte für die App. Die Preise für Fanartikel kann ich aber auch nicht verändern, ne? Sonst scheinen ja alle zufrieden mit mir zu sein. Ach ja, Spieler besuchen. So, Gegenpressing brauche ich nicht.
Gute Besserung. Mir kommt es jedenfalls lange vor aufgrund von Schichterei und mehr. Das kann sein. So, du arbeitest länger für mich, für das gleiche Gehalt. Ich bin so schlimm wie mein früherer Chef, ey. Ach, du bist vorbelastet. Na gut, starten wir mal so. Was? Mittelfeld 42? Was spielt er denn für eine Taktik? Äh, 3-5-1? Ja, sieht so aus. Kann man da überhaupt durchs Mittelfeld kommen? Ja, anscheinend schon. Nachschuss! Idiot! Ah! Ja, Zwettler rettet den Tag. Kann noch ein paar Mal häufiger machen. Hey, du warst außerhalb des Spielfelds. Bundesliga ist das nicht. Wir sind in der dritten Liga erst. Und eigentlich passiert das, was nicht passieren sollte. Ich gewinne zu häufig. Naja. Es ist der 12. Spieltag, aber
falls ein Direktaufstieg passieren sollte, dann ist das einfach so. Dann würde man in die zweite Liga kommen. Aber ist er noch nicht sicher. Danke, Henning. Für die Bits. Vielen Dank. Da sind meine Zukäufe ligabedingt auch zu stark. Wer weiß das schon? Obwohl, glaube ich nicht. Mal sehen, wenn wir gegen FC Bayern München 2 spielen hier. Die sollten nämlich auch noch relativ stark aufgestellt sein. Mit der Zweitmannschaft. Und wenn die, sag ich mal, im Wertebereich sind wie ich. Ja, dann. Hut ab, muss ich zwischendurch wirklich schlechter spielen. Oder doch nicht? Ach, ich weiß es einfach nicht. Heute werden wir eh nicht zum letzten, also bis zum Aufstiegsspiel mehr kommen. Ja, beziehungsweise bis zum Ende der Saison. Entschuldigung. Vielleicht soll ich den Schwierigkeitsgrad einfach aufs Maximum mal hochziehen. Aber am Anfang gab es noch keine Schwierigkeitsgrade, aber sonst hätte ich auch so angefangen. Auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, oder? Nee, früher gab es keine Schwierigkeitsgrade. Ach, das ist eher so eine Sache für, wenn wir hier Meister werden mit. Kann ja nur noch 15 Stunden in der Zukunft liegen. So. Bessere Übersicht über italienischen Spielermarkt. Was bist du, linkes Mittelfeld? Dann sollst du vielleicht deine Schwäche bei kurzen Pässen reduzieren. So, Pressing brauchen wir definitiv nicht. Trainiert nochmal Standards, damit wir da mal in einem ordentlichen grünen Bereich kommen. Moment mal. War ich noch im DFB-Pokal? Ich glaube schon. Oh, das könnte ja auch noch interessant werden. Ich will kein Freundschaftsspiel. Wie lange haben wir denn? Moment, warum haben wir eine? Eine Woche Spielpause.
Die laufen alle noch bis 2024. Was suche ich wieder? Die dämliche Geschichte mit dem Training. Nee, ich will kein Freundschaftsspiel. Einmal 68 neue Mitglieder. Ist besser, als was wir sonst geschafft haben. Über diese Mitglieder-Werbeaktion. Sonst stand nämlich immer so 14, 11, 9, 8. Schusskraft verbessert. Und natürlich auch High von Phoenix. Dominiert mal diese Woche noch individuelle Fähigkeiten. Ja, komm, kriegst ein bisschen mehr Budget. Joshua Endres, Schusstechnik verbessert. Kopfballschwäche abtrainieren. Vega ist mit Magen-Darm erkrankt. Das ist aber schlecht. Dann muss nämlich Sebastian Blanco spielen, oder? Ne, Vega war doch rechtes Mittelfeld. So, Hotman, der Gerrit, der ist auch verletzt. Wegen der Reizung. Und sonst können wir es einfach alles stehen lassen. Keine Prämie, kein gar nichts. Einfach kämpfen. Kämpfen! Kämpfen! Dynamo Dresden hat schon 3 Tore geschossen in den ersten 14 Minuten. KFC Uerdingen auch. Und Hahn schießt! Unser Torwart-Ass eigentlich.
nicht Torwart-Ass, sondern Elfmeterschießen-Ass. Toll. Danke fürs Dabeisein. So, du raus wegen Vorbelastung. Wir können den Young auch mal spielen lassen wieder. Auch wenn das natürlich jetzt keine Verstärkung ist. Rechtsaußenverteidiger bei denen. Aber man kann auch in Überzahl verlieren. Es tut mir aber leid, dass ihr jetzt so Pech habt. Auch mit Verletzungen. Oh mein Gott. Ich führe die Tabelle an. Da hoffen wir mal, dass zwischen dritter und zweiter Liga nicht so ein riesiger Kraftunterschied ist. Komm, ich sag nichts. Kann auch unentschieden werden. Alter. Wie früher bei FIFA 98. Immer schön aus zweiter Reihe schießen. Weil der Torwart dann so spät reagiert hat. Ja, glaube ich, noch FIFA gespielt. Blanco Sebastian baut übrigens immer weiter ab seine Fortschrittsstufe. Das ist vorhin auch schon gewesen. Was ich nicht so ganz verstehe. Ach so, weil er alt ist. Deshalb baut er wahrscheinlich ab. Keine Altersdiskriminierung hier. Ja, er ist alt. So, individuelle Fähigkeiten kann ich machen, habe ich letzte Woche gemacht. Das war noch vor der Zeit, bevor es ein Trading Card Game wurde. Lange vor der Zeit, bevor irgendjemand an was wie Trading Card Games dachte. Trading Card Games gab es nur wirklich im Laden. Und dann hast du wirklich echte Karten bekommen und nicht irgendwelchen digitalen Ramsch. Den KFC Uerdingen. Da, in die Richtung runter übrigens, ist Uerdingen bei mir.
Tommy hat dann geschrieben, deine Augenbrauen sehen immer so gut aus. Zupfst du die? Nein. Meine Augenbrauen wachsen so. Schon immer. Macht er. Ich glaube, ihr müsst nicht mal so einen Stress machen hier. Boah, das ist wirklich so ein zweiter Reihe Schütze, ne? Unser Kassata. Ich mache mir noch keinen Stress. Jetzt mache ich mir Stress. Aber nur gedanklich. Klare Torchance vereitelt. Als Rechtsaußenstürmer. Das musst du erstmal schaffen. Dann spielen wir halt durchs Mittelfeld mit zwei Sturmspitzen. Ah, ausgeglichen. Jetzt spielen wir 10 gegen 10. Ein ordentliches Spiel. Haben wir dasselbe Spiel gesehen? Weil das Spiel so kartenreich ist, muss ich die Leute mit Karte raushauen. Männer, in der Vergangenheit hatten wir noch echte Konkurrenz. Es ist eine gute Sache, dass wir Museen haben, die das auch noch dokumentieren. Aber heute, Männer, heute könnt ihr euch nur noch selber schlagen. Und das wird nicht passieren! Raus jetzt! Ich sehe richtig den Typen im Tonstudio, der mit den Schuhen auf dem Tisch rumschlägt. Ach Leute. Ja! Sonst irgendjemand unfit? Ja, Innenverteidiger, der Wittek. Das bringt mir aber nichts, weil ich habe keinen Auswechselspieler für den. Außer ich will noch offensiver spielen. Danke, Max. Thank you.
Ja, die haben es auf Brechstange hochgestaltet. Oh nee, Innenpfosten. Egal. Jeder hat's verdient, wenn es nicht unentschieden jetzt ist. Wer kriegt einen Kassata? Er kann auch Tore von vorne mit dem Kopf. Und nicht nur aus zweiter Reihe. 9 Tore. Ein typisches defensives drittes Bundesligaspiel. Ja, ich will dagegen vorgehen. Die Sperre bleibt aber. Da verstehe ich auch nicht, warum gibt es überhaupt eine Wahl? Natürlich werden wir immer gerichtlich vorgehen gegen eine Sperre, weil wir es können. So, Hauk wird besser. Im Stadion Essen, DFB-Pokalrunde 2 gegen den Mainz. Wo spielen die normalerweise, kann ich leider hier nicht sehen. Haben aber auch in letzter Zeit nur verloren. Ach Leute, es ist die erste Mannschaft. Die zweite Mannschaft ist in der Regionalliga West. Achso, die spielen Bundesliga, da kann man es sehen. Oben in der Mitte. Ach, es sind so viele Informationen. Dazwischen müsst ihr immer frische nehmen. Also, tut mir leid, wir haben keine Zeit für Training. Sonst werdet ihr die Woche nämlich sterben. Achso, das wäre Kondition 0, weil gerade Verletzung Ende. War ja irgendwie 30 Tage raus. Wieso? Wieso machst du nicht den hier? Und du kannst lieber reingehen, weil du einfach fitter bist.
Ja, dann bleibt das halt so. Da insgesamt haben wir auch nur 14, 24, einige Punkte weniger. 32 in der Teamstärke-Differenz. Was ist rot oder grün oder gelb? Ist das eine Frage? Naja, machen wir lieber punktuelles Treffen. Also in der ersten Bundesliga gibt es Vereine, die haben 9 Sterne. Also müsste ich eigentlich in der zweiten Liga vielleicht sogar mit 7 Sterne Teamstärke ganz gut klarkommen. Wobei Stärke Durchschnitt scheint 10 zu sein. Wichtigste Spiel des Jahres. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr einen trainingsfreien Tag. Haut alles rein. Versuchen wir noch ein paar Spieler hier anzufixen. Komm, eure Eltern sollen stolz auf euch sein. Zeigt, dass ein Erstligist nicht die erste Wahl ist. Warum ist Gettke eigentlich Torwart und nicht Zwettler? Nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, was du meinst, Phoenix. Phoenix. Boah, Leute. So, Vega kommt rein. Innenverteidiger, ihr seid doch fit. Wobei, macht halt keinen großen Unterschied jetzt. Entschuldigung. Und sonst lassen wir den Rest auch stehen. Leute. Die Männer auf der Spitze des Berges, die sind da nicht raufgefallen. Wenn ihr nicht bereit seid, alles zu geben, und ich meine wirklich alles, dann möchte ich heute Abend nicht im Vereinsforum lesen. Haben die ausgewechselt? Sehr schön.
Wer möchte DFB-Pokalrunde 2 abschließen als Drittligist? Es ist nicht der MSV. Oh Mann, ey. Du meinst wahrscheinlich in der Spieler... Also ich kann mal deinen Satz machen für dich, Phoenix. Was ist das für ein Zeichen bei der Spielerauflistung an vierter Position? Was ein Dreieck ist, ein Kreis oder ein... ein Viereck. Das zeigt, was das für ein Spielertyp ist. Wir hatten nicht mehr ausverkauftes Stadion. Gegen RB Leipzig im Achtelfinale. RB Leipzig ist doch nicht, Bundesliga. Ich kann gleich nachgucken. So, ihr seid alle ein bisschen schlapp vom Spiel. Fliege aus der Luft gegriffen. Habe ich die Frage jetzt eigentlich richtig beantwortet? Es ist eine, das Icon zeigt an, was für eine Art von Spieler ist, ob das ein Anführer ist, ein Taktiker oder sonst irgendwas in die Richtung. Ja. Der Rest kann erstmal so bleiben. Einen Auswechsel habe ich behalten, falls sich jemand verletzt. Ach, das Rot-Grün oder Gelb. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das sind die letzten, da steht da letzte 5 Spiele. Rot ist natürlich verloren, Gelb ist unentschieden und Grün ist letztes Spiel gewonnen. Das ist so eine Übersicht der letzten 5 Spiele. Ach Leute, stellt euch hier nicht so an. Ich weiß, ihr seid kaputt vom DFB-Pokal, also von der DFB-Pokalrunde. Das heißt aber lange nicht, dass wir verlieren müssen. Ja, komm. Bianco ist so ein richtiger Türsteher. Oder Blanco. Vom Bild her. Kommst du nicht rein. Deine Schuhe gefallen mir nicht. Habe ich mein Tor verpasst. Wegen Moderieren des Chats. Abgefangen und geklärt. Na komm, ich lasse euch gerade richtig ausbluten.
Was willst du moderieren? Kannst schon nicht mehr sehen, weil die Nachricht gelöscht ist. Höhö. War nämlich schneller, als das überhaupt im Chat ankommen konnte. Glaube ich jedenfalls. Neue Menscherstufe. Boost den mal, das ist nämlich fertig. Trainingsarbeit wird 5% effizienter. Regenerationswoche, aber eigentlich Speicherwoche.